So, weiter geht's. Und da haben wir den Stein. Und wir haben ja einen Tetris-Block. Den kriegen wir da nicht weg. Da steht wieder so eine Olle rum. Und wir dürfen wieder kämpfen. Guten Tag. Man erzählt von einem Wunderkind. Harry Potter. Drei. Guck vorbei. Jetzt hätte ich Feuer gebraucht. Mach mal Erdbeben. Das müsste, glaube ich, auch ganz gut sein. Dann fallen seine Kokosnüsse runter. Oh. Surfer? Nee. Dennis! Aber Kokowai ist doch Pflanze, oder? Halt, halt, halt! Meine Fresse. Sieht ein bisschen mau aus hier. Okay, angreifen, das funktioniert jedenfalls schon mal. Staccato. Gut, dann mache ich jetzt noch einmal den Donner. Ging daneben, war ja klar. Ach komm, ey. Dennis ist tot. Dann nehmen wir die Shen. Und die macht man hier Psystrahl. War das nicht so, dass... Hat sich, das ist schön. Oh, fast tot. Ich hoffe, der hat nicht noch eins, ey. Ein Austoss. Ich setze mal einen Beleber ein. Für den Dennis. Und ein Übertrank. Und Dennis kommt jetzt rein. Nicht töten. Dankeschön. Hier. Friss. Kann doch nicht sein, dass Dennis hier wieder alles daneben verballert. Meine Fresse. Ja, aber wenigstens hat er das noch drauf. Akani. War die Weiterentwicklung von Fukano. Und möchte gerne den Alex hier hinholen. Ach, der pennt ja.
Ja, nice, ist aufgewacht. So, jetzt aber gut. Okay. Du bist das Wunderkind. Top-Beleber, wunderbar. Ich verballer jetzt hier mal gerade noch ein paar Items. Und zwar einen Übertrank. An die Shen. Und an den Dennis. Der Alex, der kommt jetzt erstmal noch ohne aus. Was hier oben? Ein Item. TM47. Sind hier zwei Ablageplätze? Ich glaube schon, nur ich weiß jetzt nicht, wo ich den Stein hinballern soll. Ich muss mal gucken, ob ich den hier überhaupt hinkriege. Ja. Doch. Wie kriege ich den hin? Ach Mann, ey, das mit den Kämpfen, das nervt. Ja, ein Kleinstein, wunderschön. Ja, okay, dann kommt er da oben hin. Och Mann, ey. Ein Georg. Dave, genau. Drecksvieh, geh mir nicht auf den Sack, verpiss dich. Level 47. Mit seinem Horn da auf dem Kopf. Ach Mann, da hat er nur noch ein so ein Ding gefehlt. Doch. Was hat mir das jetzt gebracht?
Auf jeden Fall einen Kleinstein. Ich mach den Part hier auch länger. Weil passiert ja hier nichts, weil ich andauernd angegriffen werde. Ah, da unten ist auch noch ein Weg. Sehe ich gerade. Trainer sind geborene Kämpfer, immer auf der Suche nach starken Gegnern. Parasek. Das ist gut. Nö. Ah, Alex ist vergiftet. Nee, schläft. Gut. Zählt Parasek eigentlich zu Käfern? Und nee, Pilz? Ach, keine Ahnung. Das war gut. Yugong. Europe. Verschnitt. Mist. Ja. Dennis. Okay, Heuler ist supi. Und der letzte Donner geht daneben. Ach, meine Oma kommt. Gleich ist wieder laut draußen. Ach, hör doch mal auf die... Ein Chanera. Ist das gut? Ich glaube nicht, ne? Komprimator. Ihr euer Kackschlaf, ne? Hab ich denn noch, was nicht schläft? Shen. Ja, Mama, probieren wir mal mit Shen. Ah, okay. Wow. Ist das besser? So große Fragezeichen, ne? Habe ich Dennis schon probiert? Ich glaube schon, ne? Na, ich hoffe einfach mal, dass der Dennis wieder aufwacht. Mit der Lars, Entschuldigung. Martin, du bist doch schon klein. Die Frau nervt mich. So eine ekelhafte Stimme. Oh, wie lange bist du denn noch hier am Pennen, ey? Duplexi, toll. Wow. Das zieht ja richtig viel ab. Boah. Ah, Moment. Ich muss mal gerade an die Tür gehen.
wird nicht rausgeschnitten, weil ich es nicht rausschneide. Die Tür ist zugeflogen und meine Mutter stand draußen. Ich glaube, Lars wird nie wieder aufschlafen. Ah! Auch mal wieder da. Guten Tag. Jetzt mal hier vorbei. Nein! Dummer Wichser! Fick dich, ey! Könnt ihr eigentlich überhaupt was? Ihr seid so dumme Pokémon, ne? Ach so, ja. Das sieht ja genauso viel ab. Oh Mann, ey. Chanera ist so ein richtiges Drecksfix-Pokémon, ey. Ich möchte einfach nur mit dem Fuß ins Gesicht treten. Ich habe so einen Hass auf das Pokémon, ne? Jetzt treff doch mal. Oh Mann, ey, es ist mal langsam gut. Was soll man denn da noch machen, ey? Endlich! Genderreich Level 44, das ist schön. So, der Dewgong, was jetzt noch 3 HP hat oder so. Endlich ist es vorbei. Dumme Ziege, ey. Cool, du bist wirklich stark. Fick dich, dumme Hure. So. Übertrag.
Ich finde das doof, dass man die jetzt irgendwie nicht versuchen kann aufzuwecken oder so. Oh, Mann. Will man doch nur einmal seine Ruhe haben. Einmal. Eins. So. Nur Auserwählte dürfen passieren. So, was hast du denn? Kingler. Ja. Krabhammer. Okay. Ach so, ja. Dankeschön. So, was gibt's denn noch hier? Tentoxa, dann bleibst du mal gerade direkt draußen, Dennis. So, was hast du noch für ein Pokémon? Turtok, dann bleibst du auch draußen. Das sieht sehr komisch aus. Okay. Naja, ein Ruckzuck-Keep hätte es auch getan. Naja. Ich fasse es nicht. Gleich siehst du, wie gut du bist. Knofensa. Erstmal ein Übertrank. Nein! Ich habe nach unten gedrückt. Bitte nicht vergiften. Dankeschön. Nice. Urigaria, ja, bleib ruhig draußen. Thank you.
Bitte nicht vergiften. Aber ich weiß gar nicht, ob Säure vergiften kann. Sarzenia. Da haben wir jetzt alle durch. Okay. Nein. Ich habe kein Gegengift. Oder was macht denn dieses Genesungsding? Das darf doch nicht wahr sein! Grrr. Was macht denn... Ich guck mal grad... Wo ist mein Buch? Da. Ich guck mal grad, was Top-Genesung macht. Sollte ich vielleicht auch bei den Items gucken. Zustandsveränderung gibt alle KP zurück. Super. Super. Da. Christoph. Ich liebe dieses Buch. Auch da noch schnell hin, wo ich eigentlich noch hin wollte. Ah, da ist ein schwarzes Loch, das ist schön. Lasst ihr mich mal hier alle in Ruhe. Okay, da kommen wir nicht weiter. Nein, ich möchte nicht angreifen, weil ich habe bei allen nur noch kaum AP. Doch, weg damit. Jetzt wollte ich nach oben. Oben rein. In das obere. Also in diesen oberen Abstieg. Ich weiß nicht, wo der hingeht. Ich hoffe mal, dass der zu diesem einen Pokémon da führt. Ich glaube ja. Yep. Mega Block. Toll. So. Speichern. Ich glaube, ich werde das Ding jetzt erst gar nicht angreifen. Ich schmeiße einfach die ganzen Pokebälle da drauf. Lava! Wie siehst du denn aus? Besser als das Arktos. Ja, das kann man wenigstens erkennen, was das ist. Lavados, so heißt das Vieh. So. Habe ich gespeichert? Ich glaube schon. Hyperball. Ich glaube, sowas gibt es in Gold überhaupt nicht, dass man das verfehlen kann.
Töte es jetzt nicht bitte direkt. Okay. Nice. Schlafen. Nein. Ach ja, vergiss das immer. Okay. Ach komm, ey. Ich glaube, ich... Mist, ey. Ach ja, oder pennt ja. Ich glaube, ich muss das einschläfern. Ja. Habe ich noch einen Beleber? Da, 4 Stück noch. Schön. Und einen Hypertrank. So. Jetzt kommt Shen wieder rein. Ach so, ach, ich bin so dumm. Schlafpuder. Oh Mann, ich könnte mir gerade so richtig fest in den Arsch beißen, ne? Oh, gut, es hat nicht viel ab. Shen ist gelähmt. Ach, fick doch deine Mutter. Ja, greif du ruhig weiter an. Geh mir nicht auf den Sack, Drecksvieh. Mann!
Boah, ist das ein ätzendes Vieh. Dankeschön. Nee, immer Feuerwirbel die ganze Zeit. Mann! Oh, ich hab doch die Pokeflöte. Ich brauche doch gar keinen Wachmacher. Ich bin so doof. So doof. Wo ist denn hier mein... Da. Das geht nicht. Lebt es noch? Nee, Alex ist tot. Alex. Ich mach Feuerwirbel die ganze Zeit. Ja. Lass das funktionieren. Hat es einen Job. Gut, ich hab's getötet. So. One more time und ich hoffe, ich hab gespeichert. Shannon. Du kommst mal nach ganz oben. So. Ach, und weh, ich darf nicht zuerst anfangen. Okay, ich schmeiß jetzt schon mal einen Pokéball da drauf. Vielleicht funktioniert's ja. Nee. Wow! Das war ja richtig effektiv. Da pfeife ich mir direkt mal einen Hypertrank rein. In der Zeit, wo das Ding noch am Schlafen ist. Und es klingelt an der Tür. Oh Mann, warum zieht das nur so wenig ab? Ja. Schlaf du mal schön.
bitte, 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 bitte. Ist aufgewacht. Nein! Yes! Okay. Habe ich noch genug? Ne, ja, ich habe noch volle Energie, das ist schön. Ach, fick dich doch. Jetzt würde ich gerne ein Safe State machen, aber es funktioniert ja leider nicht. Was soll ich denn noch machen? War das Feuer. 2 Meter groß, 60 Kilogramm. Wenn dieses legendäre Vogel-Pokémon schlägt, erstrahlt der Nachthimmel in gleißenden Rot. Nö. Gut. Dann speichere ich hier ab und weiß noch nicht, ob ich morgen weitermache oder ob ich gleich nochmal weitermache. Ja, aber... Das ist jetzt eine fast 45 Minuten Aufnahme. Ich will mal noch überlegen, ob ich das noch schneide, aber ich glaube nicht. Weil es ist ja nicht viel passiert. Ja gut, dann hoffentlich hat es euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!